Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich möchte euch gerne teilhaben lassen, was ich mir wieder so gegönnt habe von verschiedenen Plattformen wie Card Market und eBay. Und ich habe hier noch ein größeres Paket. Wartet kurz. Ah, das wollen wir auch öffnen. Dieses Paket ist von meinem Werbepartner Feine Sage. Ich persönlich weiß nicht, was da drin ist, von daher lasse ich mich hier genauso überraschen wie ihr. Ich kann euch aber eins auf den Weg geben, und zwar könnt ihr noch bis zum 1. Februar bis zu 15% sparen auf euren Einkauf plus meine 10% mit dem Code YAMMYCHRIS10, die ihr noch zusätzlich oben drauf packen könnt, und schon könnt ihr hier 25% auf euren gesamten Einkauf sparen. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste hier sogar das neueste Sortiment drin sein. Von daher lassen wir uns jetzt gemeinsam überraschen und wir starten direkt rein in das Opening. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu dem Opening meiner Bestellungen von Card Market und eBay. Wir werden erstmal beginnen mit den vier Briefen, mal gucken, was wir da so bestellt haben. Schreibt es jetzt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr denkt, was ich so bestellt habe. Bin gespannt, ob wir da ein bisschen konform gehen. Also 3, 2, 1, jetzt hast du geschrieben, jetzt geht's los mit dem Opening. So. Weiß ich überhaupt noch, was ich bestellt habe? Also klar, eine Karte oder ein Playset weiß ich auf jeden Fall. So, mal gucken, ob da schon alles angekommen ist. Eine Karte ist schon mal da. Habe ich günstig auf eBay geschossen. Und zwar Leuchtfeuer. Ich habe keine 90 Euro dafür bezahlt. Um Gottes Willen. Bezahlt habe ich dafür auf eBay 74 Euro. Was auch unfassbar teuer ist. Macht das nicht nach, meine Freunde. Aber ich habe richtig Bock auf Snake Eye. Es wird wahrscheinlich nicht das Deck sein, was ich spielen werde auf größeren Turnieren. Oder vielleicht doch. Mal gucken, wie es mir gefällt. Aber ich will es mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich glaube, dass man jetzt sehr, sehr viel auf Snake Eye trifft. Und man kann nichts Besseres machen, als das Deck selber spielen. Tatsächlich. Und deswegen wollte ich da mal auf jeden Fall reingucken. Ja, Leuchtfeuer. Nur einmal. Ich hoffe, die anderen Kopien sind hier auch noch mit bei. So, dann kann ich das nämlich schon relativ zügig bauen. Ah, Topf des Wohlstands. Habe ich gekauft für einen guten Freund, der nämlich sein Deck so ein bisschen aufpimpen möchte nach sehr, sehr langer Zeit tatsächlich. Und freue ich mich extrem drauf, dass ich ihn dadurch natürlich ein bisschen unterstützen kann. So. Was haben wir denn hier alles drin? Oh, ist ganz schön dick. Okay. Ach, seht mal an. Zweite Kopie von Leuchtfeuer. Das heißt, wir haben schon mal zwei, dann ist die dritte bestimmt auch schon hier. Ein Brief ist, glaube ich, bisher nicht angekommen. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe nicht, dass da die dritte Kopie von Leuchtfeuer dabei sein wird. Wenn doch, muss ich mich noch ein bisschen länger gedulden. So, hier haben wir einmal Topf des Wohlstands und einmal Ecole de Zone. Carter ist gar nicht mal so bad. Sagt es übrigens eine Fieldspell und die sagt aus, falls der Zuspieler genau ein Monster beschwört, zerstöre es, und falls du dies tust, beschwört der Beherrscher des Monsters eine Maske-Spielmarke, die nicht direkt angreifen kann und deren ATK-Def denen entsprechen, die das zerstörte Monster auf dem Spielfeld hatte als Spezialbeschwörung auf seine Spielfeldseite. Du kannst diesen Effekt von Ecole de Zone nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese offene Karte das Spielfeld verlässt, zerstöre alle Maske-Spielmarken auf dem Spielfeld. Und ja, was werden wir damit bauen? Und zwar geht es hier um Dinos. Die kann nämlich tatsächlich ganz gut in den Dinos mit dem neuen Support gespielt werden. Mal gucken, ob wir das einigermaßen kompetitiv hinbekommen. Vielleicht zeige ich euch dann auch das Deckprofil dazu, wenn es mir so ein bisschen zusagt natürlich. Also, wenn es ganz cool ist. Ich glaube auch schon, Dinos sind einfach geil. Daumen hoch, wenn ihr denkt, Dinos sind auch geil. So, weiter geht's. Was steht hier? Thank you. Ja, sehr gerne. Ich habe sehr gerne bei dir bestellt, hoffentlich. Mal gucken, was ich so kriege. So. Ah, genau. Ich habe ja ein Display öffnen dürfen, dank Fantasy Freak. Und habe ja ein paar Erdgebundenen gezogen, aber nicht alle. Genau, da ist noch der Steinputzer. Habe ich im letzten Market Watch übrigens auch erzählt, dass der tatsächlich ein guter indirekter Support ist für die Resonatoren, weil wir uns die halt damit auch suchen können. Wir können uns ja einen Unterweltler-Empfänger der Stufe 3 suchen oder niedriger. Und die also der Seelenresonator ist ja ein Fiend der Stufe 3, von daher passt das hier tatsächlich. Und ich bin gespannt, ob man da vielleicht eine Engine tatsächlich reinbauen kann, sodass man vielleicht, möchte ich kurz daran,
generell das mit den Resonatoren ganz cool hinbekommen kann. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ich da so kochen kann. Ich lasse euch oder ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, wir haben hier dann einmal den, genau, ich habe jetzt von jedem ein Playset, einmal den Terrorbewahrer, dann haben wir den Linienläufer, der uns ja auch die harmonische Synchrofusion suchen kann. Die könnte hier auch schon dabei sein. Und hier, den haben wir nur einmal. Ach, habe ich den nicht zweimal bestellt? Ich habe den ja nur einmal gezogen. Wird übrigens auch ganz schön teuer zurzeit. Okay, aber wir haben hier noch einen Brief. Dann bin ich ja gespannt. Hier muss ja einiges dann drin sein, oder? Es fehlt noch einiges tatsächlich. Aber eigentlich dachte ich, es ist nur ein Brief nicht angekommen. Ah, jetzt bin ich ein bisschen ja, ratlos fast. Oh. Ja, sehr schön. Ist nichts Großes, aber ich freue mich immens. Weil ich nämlich jetzt, wenn ich es aufkriege und euch zeigen kann. Ich will es spannend machen, Leute. Wir machen es mit der gut bewährten Kinderschere. So. Ich möchte nämlich endlich mein Hauptdeck oder mein Deck für größere Events raritätenmäßig aufpimpen. Und das habe ich geschafft, indem ich mich mit Notfall eingedeckt habe. Die Super Rare aus dem OTS 23 und zwar zweimal. Einmal hatte ich ja bereits selber gezogen. Ansonsten hatte ich da tatsächlich immer Pech. Habe ja sonst immer nur die Ultis gezogen. Aber nicht die Super Rares, die ich gerne gehabt hätte. Dann noch Rettungsass Verhinderer. Genau, als Playset. Ich spiele den bisher nur auf 2, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, auf einmal überkommt es mich und ich will ihn dann doch auf 3 haben. Von daher habe ich jetzt von allem ein Playset und ich bin froh, dass ich hier keine Kammen mehr spielen muss. Aber was euch bestimmt aufgefallen ist, Leuchtfeuer fehlt tatsächlich und der Steinputzer fehlt tatsächlich auch. Vielleicht habe ich die zusammen bestellt. Ich musste nämlich ein Leuchtfeuer über Kartmarkt bestellen. Jetzt müsste ich lügen tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber gut, wir haben ja noch ein größeres Paket und zwar das von Feine Saga. Da checken wir jetzt auch mal, oder schauen wir mal rein. So, ich mache das mal hier auf, oder von hier auf. So, oh, wieder. Oh, sehr gut verpackt, ey. Mann. Ah, ich hasse diesen Trick. So, aha. Ich lege mal die Karten kurz beiseite, meine Freunde, damit ich das hier so ein bisschen ausbreiten kann. Auf jeden Fall geile Karten. Ich freue mich auch, dass ich Leuchtfeuer gekauft habe. Ist natürlich viel zu teuer, ey. Ja, also für das, was die Karte macht, ist sie einfach zu teuer. Sie ist auch nur auf Pyro beschränkt, von daher ist es nicht mal ein guter Staple. Wir haben hier... Okay, wartet, ich pack's aus. Das ist, glaube ich, besser. Ihr habt es jetzt kurz gesehen, jetzt packe ich es aus. Wir haben hier Sleeves. Und das können die Dino-Sleeves sein. Oh mein Gott, das wird ja mega passen tatsächlich zu dem Deck. Das ist ja krass. Als ob Feine Saga meine Gedanken lesen kann. Und dann haben wir hier Spielmatten. Alter, wenn das jetzt noch die Dino-Spielmatten sind, dann flipp ich aus. 2 Spielmatten. Und dann haben wir hier noch einen Sticker. Das ist so lustig. Wir haben drüber geschrieben. Also wenn das jetzt passt. Alter Falter, wenn das jetzt passt, das ist heftig. Das wäre wirklich heftig. Aber das deutet vielleicht schon darauf. Krass auf jeden Fall. Krasser Scheiß, wenn doch. Du kommst mal hier oben hin, mein Freund. Ach, hier steht's sogar. Hier steht's, meine Freunde. Wartet, ihr müsstet so sehen. So. Dino-Spielmatte mit Zonen. Und dann haben wir einmal ohne Zonen. Da würde ich doch sagen, da können wir doch wieder was verlosen, oder? Also, weil mir persönlich reicht ja eine Spielmatte. Ich brauche davon nicht unbedingt 2. Das könnte man sogar als Bundle machen. Oder? Weil ich glaube, ich brauche auch nicht so viele Sleeves. Ich würde sagen, wir öffnen einmal Sleeves. Einmal würde ich gerne selber behalten. Für das Dino-Deck vielleicht, was ich baue. Dann sieht es nochmal ein bisschen stimmiger aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Und eine Spielmatte geht auf jeden Fall raus an euch. Ich persönlich finde Zonen immer geil. Von daher kriegt ihr die hier ohne Zonen. Ja? Also Giveaway. Wir sagen, okay, was müsst ihr machen? Ihr müsst natürlich Abonnent sein. Weil ich möchte ja meiner Community etwas zurückgeben, weil ihr mich so krass unterstützt. Das bedeutet Abonnent sein, gerne dieses Video liken, teilen und was weiß ich. Und dann natürlich Glück haben. Ich werde das wieder Sonntagabend wahrscheinlich. Ich lege mich dann nicht mehr auf eine Zeit fest, weil ich das eh nie einhalte. Von daher, sagen wir mal gegen 18, 19, 20 Uhr werde ich es dann auflösen über meinen Instagram-Kanal. Werde aber die Gewinner hier auch nochmal teilen auf YouTube.
weil ich jetzt erfahren habe, dass einige von euch kein Instagram haben und deswegen, ihr sollt da natürlich nicht zu kurz kommen. Ja, diese Spielmatte werdet ihr gewinnen können. Wir schauen uns gleich die mit Zonen an. Und ihr könnt einmal Sleeves gewinnen, okay? Ich glaube, das ist ganz cool. Oder schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es cool ist. Genau, Hashtag natürlich, ganz vergessen. Hashtag Final Saga. Ja, weil die gönnen uns das, ja, von daher. Und ich gönne euch das, von daher gerne Hashtag Final Saga. Und um drauf bekommt ihr den noch. Ey, das ist doch geil. Das ist doch geil. Das gefällt mir. Auch so ein Rundum-Paket. So, dann würde ich sagen, öffnen wir erstmal die Playmat. Mal gucken, ob ich mich zu blöd anstelle. Ich hoffe nicht. Also hier. Also ich bin im Öffnen echt eine Flitzpiepe, ey. Alter, das gibt's einfach nicht. Ah, nee, doch. Du musst zuerst raus hier. Also ich finde es schon mal nice, dass das hier alles schon mal stimmig ist. Ne? Feine Sage, also sie haben selber so einen Karton, ne? Ist nicht einfach nur importiert oder so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Artists sind auch immer hinterlegt auf deren Seite, ja. Finde ich richtig nice. Finde ich richtig, richtig geil. So. Da haben wir die Spielmatte. Ah, ihr seht es nicht ganz. Ich schiebe das mal so ein bisschen. Wir legen es einfach mal über die andere Spielmatte. Das sieht schon insane aus. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Mir gefallen auch richtig gut die Field Center, die Feld Center hier, wo ich dieses Monster reinlegen kann oder die Spell and Traps und so. Finde ich geil, muss ich gestehen. Finde ich gut. Kann man nicht meckern. So, jetzt gucken wir uns noch die Sleeves an dazu. Selbstverständlich. So, ich pack mal eine aus. Oh, die fassen sich aber gut an schon. Also Artwork technisch ist Feine Saga richtig gut unterwegs. Also wenn das nicht stimmig aussieht. Leute, was wollt ihr mehr? Richtig geil. Also die Sleeves und die Spielmatten gibt es jetzt auch bei Feine Saga, ne? Mit meinem Code YummyChris10 könnt ihr noch zusätzliche 10% sparen. Bis zum 1. Februar könnt ihr insgesamt 15% über deren Internetseite schon sparen. Das heißt 25% insgesamt. Checkt es auf jeden Fall gerne mal aus. Ne? 25% kann man sich auf jeden Fall gönnen. Da findet ihr unter anderem auch diesen Bein. Ne? Ich zeige euch den nochmal. Hier, ja, den kriegt ihr da auch. Extrem nice, fässt sich sehr, sehr hochwertig an. Kann ich auch nur empfehlen, benutze ich auch natürlich. Jetzt fällt hier alles um. Sensationell. Ja, auf jeden Fall werde ich, ja Mann, ich mache ein Deckprofil dazu, oder? Es gibt, oder es wird in Zukunft ein Dino-Deckprofil geben, meine Freunde. Mit Matte und mit Sleeves, ey, so dass es extrem stimmig ist. Richtig nice Aktion. Danke, Feine Saga. Lustig, ey. Wir schreiben darüber und gefühlt 2-3 Tage später habe ich das Zeug hier. Es ist so lustig. Ja, großer Dank geht auf jeden Fall raus an Feine Saga und natürlich hier, ne, ich zeig's nochmal in die Kamera. Ihr könnt das bekommen. Und natürlich die gleiche Spielmatte, nur ohne Zonen. Wie gesagt, ich bin ein Freund von Zonen, von daher bekommt ihr die ohne Zonen. Ich hoffe, das geht klar. Hashtag Feine Saga, Abonnent sein und auf jeden Fall Glück haben. Und dann gehört euch dieses Bundle vielleicht schon dann demnächst. Ja, von daher auf jeden Fall fleißig kommentieren. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Opening. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video und natürlich der Content gut gefallen hat. Vergesst nicht, am Giveaway teilzunehmen. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr alles nochmal in der Infobox. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch natürlich noch eine restliche schöne Woche wünsche und dass wir uns natürlich hoffentlich beim nächsten Video wiedersehen. Von daher, macht's gut, haut rein, ciao.